Recht herzlich willkommen zur 26. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen, die verwestlicht sind seit der letzten Folge. So, ja, wir beklagen einen Tod von irgendwem, den wir wahrscheinlich gar nicht haben, oder? Wir hatten noch keinen eingestellt, ne? Ich glaube nicht, ne? Weil da war nicht passend. Nö, das sind immer noch die gleichen, die will ich auch nicht. Aber da wollen wir schon hingucken nochmal, das Geld fließt noch, ja. Das brauchen wir jetzt nicht mehr gucken. Hier wächst und gedeiht es. Wir müssen gucken, ob wir hier die Stabilität steigern können. Das dauert noch ein bisschen. Wie viel haben wir? 48, 82 brauchen wir. Ja, wäre schön, wenn wir die Punkte hier doch hätten, ne? Oder den Berater hier. Nationale Unruhen. Eigentlich ist der nicht so wichtig, ne? Der wäre viel zu teuer, würde aber 2er Merkur bringen. Was ist das denn hier eigentlich? Aber den haben wir doch gar nicht drin. Wieso sollte ich den dann entlassen? Verstehe ich jetzt nicht. Aber ist auch egal. Ja. Was wir mal gucken können, ob wir hier was diplomatisch machen können mit den Miamisch. Denn, ne, die sind ja schon lange, lange unter uns, oder? Annexion fordern. Ah, da müssen wir die Meinung verbessern. Okay. Dann machen wir das doch mal. Können wir da hinsenden. Haben wir frei. Und von den anderen hier können wir das auch machen. Nee, die Verbeziehung ist schon super. Das würde schon bitte ihnen an, unser Vasall zu werden. Die sind jetzt nicht ganz so glücklich darüber dann. Aber da sind wir, glaube ich, schon drin, ne? Warum also nicht? Ah, da gibt's einen neuen Kaiser. Ist für uns aber jetzt nicht so spielentscheidend. Garantie. Ne, das ist alles nicht das, was ich machen möchte. Geheimdienstaktionen, Rebellen unterstützen, Anspruch hingehen. Nö. Wirtschaftsaktionen. Handels nach Geschenk. Geschenk versenden. Machen wir das doch, oder? Schicken wir dem mal ein paar Taler. Na, das ist ja nicht so viel, ne? Mehr wie 25 geht sowieso nicht. Okay, dann schicken wir auch die 50. Die haben wir auch über sozusagen und die sind vielleicht zufriedener. Einfluss, Versalisierung anbieten geht jetzt gar nicht mehr. Auch schön, ne? Oder ist es nicht mehr ausgewählt? Naja, okay. Ist halt so. Was steht da? Technologie investieren. Handelskompanien. Ja, machen, oder? Okay. Wen haben wir denn hier? Großbritannien, okay. Ach so, die Briten sind hier unten schon ganz viel. War auch interessant, ne? Wir müssten hier hin, aber das ist beansprucht von Großbritannien. Auch schön, ne? Ja, das beansprucht hier gerade keiner, ne? Das sind wir. Die Briten beanspruchen hier alles. So weit kommt's noch, ne? Das ist französisch, Kanada, oder was? Kann man jetzt hier so schlecht sehen, ne? Aber egal. Französisch, Kanada, ja. Toll. Ja, gut. Umkämpfte Nachfolge. So, was sollten unsere nächsten Ziele sein? Wir könnten unsere Truppen schon mal dahin schicken und da irgendwelche Ortsansässiger angreifen, die da vielleicht sind. Sehen wir gleich.
Aber da ist schon tote Hose. Also bringt uns das nichts. Ja, wir könnten jetzt irgendwelche Stämme hier angreifen, weil wir die dann... Ja. Im Prinzip... Das sind schon die Engländer, ne? Ja. Die kommen auch immer näher. Aber wir kriegen hier irgendwie keinen Kolonisten. Müssen durch Ideen freigeschaltet werden. Das ist schlecht, weil unsere Ideen sind uns gerade ausgegangen. Die sind schon gestorben dann, ne? Legitimität wäre 0 und Stabilität wäre ja auch super scheiße. Können wir da was machen? Oh, die können wir schon steigern. Aber nur einmal. Okay, dann nehme ich aber die Stabilität nehme ich dann nochmal wieder, dass wir auf 1 zurück sind. Ist jetzt nicht ideal, aber ist halt so. 82 und wir haben wieder 20 Macht. Was macht uns hier einer davon? Der ist immer noch der gleiche, ne? Nationale Unruhen. Ist gestorben, schön. Ja. Wenn wir was erobern wollten, dann müssten wir jetzt die Huronen zum Beispiel angreifen, ne? Die sind noch nicht wohlgesonnen mit uns zum Beispiel. Die müssten wir annektieren. Wollen die aber nicht, ne? Weil schlechte Stimmung. Aber da arbeiten wir dran. Wie sieht's bei denen aus? Die möchten nicht. Wir können ja noch einen weiterklicken. Naja, so ein bisschen ist noch da zu machen, ne? Quarantänewarnung, ne, das ist alles nix. Schwarzer Tag für die Kirche wieder. Machtverhältnisse haben sich verschoben. Und wir könnten nochmal... Geht nicht mehr. Okay, dann lassen wir das. Militärzugang gewährt, okay. Die haben Bündnis sogar mit Großbritannien. Sehr interessant. Und die? Die haben nur ein Bündnis mit uns. Ja, da müssen wir erstmal bessere Laune haben. Gut. Wer ist das hier? Und die Huronen? Achso, die sind mit den Huronen verbunden, alles klar. Dann ist das vielleicht nicht so gut. Ist da irgendwo denn Land alleine unterwegs? Gegen Französisch-Kanada und gegen Fuchsisch. Verbündet mit Shawnee. Fuchsisch ist verbündet mit Shawnee und die Shawnee sind da. Die Shawnee sind verbündet mit Krieg, glaube ich. Das sind diese hier, oder? Nee. Osagisch und Fuchsisch. Okay. Ist vielleicht nicht so sinnig. Was mit denen? Ah, das sind die, okay. Haben wir da irgendwas? Na dann. Okay, da kommen wir jetzt zurzeit irgendwie nicht weiter, ne? Französisch-Kanada. Inka. Handelsmacht wird übertragen an Frankreich, ist auch klar. Aha, gut. Und was ist mit hier Florida? Mit Inka. Das wird alles da. Militärzugang gewähren wir denen noch, okay. Die Florida ist das. Ja, und dann müssten wir wieder um die Franzosen, ne? Guck mal, wie groß die sind. Die Inka sind hier unten. Ja, Cusco. Das ist Portugal.
Mit denen sind die im Clinch. Kennen wir irgendwas von der westlichen Welt jetzt? Oh, wir sehen alles von der westlichen Welt jetzt. Interessant. Ja. Frankreich ist da relativ groß. Und Spanien, England. Die Engländer noch irgendwo? Da sind sie nicht. Da auch nicht. Das ist Japan. Ist das hier unten noch England? Ja, da unten haben sie einen Zipfel, da oben haben sie einen Zipfel und hier. Neuspanien ist riesengroß. Ja, das ist jetzt dann die Frage, ne? Die sind mit denen verbündet. Aber die haben keine Verbündeten eigentlich. Wir müssen überlegen, was wir tun. Irgendwie müssen wir uns ja auch ausweiten, ne? Die Franzosen habe ich hier selten gesehen, oder? Welche Flotte ist das? Ach, guck mal, das ist hier Pokotisch. Das sind ja die besten Seefahrer, oder wie sehe ich das? Krass. Eigentlich müssen wir zusehen, dass wir hier zum Beispiel dieses Land kriegen. Annektieren, Anspruch können wir auch nicht fingieren. Rebellen unterstützen, das wäre ja noch cool, ne? Embargo verhängen. Ja, okay. Das sieht jetzt nicht so aus, dass es hier irgendwie gerade für uns positiv läuft. Es dümpelt so vor sich hin, ne? Oh, wir können ja doch tatsächlich Reiter ausbilden. Das machen wir doch erstmal. So, und jetzt? Okay. Gut, wunderbar. Können wir die Dingens schon steigern? Ja, dann machen wir das doch, dass wir erstmal 0 haben. Das ist doch schon mal besser. Heilig ausgerufen, na super. Ja, dann haben wir jetzt Stabilität plus 1, ne? Wir haben sie angehoben und danach kamen sie auch. Irokesische Bauern wollen sich erheben. Und das wäre wo? Aha. Müssen wir Maßnahmen ergreifen? Nö, das machen wir nicht. Lass mal. Ich hoffe, das kommt nicht alles auf einmal, wenn, ne? Onondaga. Dann rennen wir mal wieder dahin, um das da etwas zu senken. So, kurz ins Geld geguckt. 4,57, passt. Hier rein, der ist immer noch nicht gestorben. Schade. Und wir können uns alle leisten, weil wir so viel Geld haben, oder was? 417, okay. Können wir den feuern? Was haben wir denn hier eigentlich für Aufgaben? Stabilität soll man erhalten, okay. Mehr Prestige als 50, na, das wird ja ewig dauern. Die kommen hier mit Sachen. Weniger Stelle als 20. Wir sind halt Einflussideen abgeschlossen, haben wir alles nicht.
Okay, sie haben Wirtschaftsideen abgeschlossen. Das wäre ja dann was. Aha. Ja, eigentlich ist das hier alles jetzt gerade Quatsch, das anzumachen, aber... Pff. Lass mal gerade erst hier reingucken. Da tut sich nichts, ne? Können wir das schon, ne? Ne, nee, ich glaube nicht. Uniformregelung, okay. Ja, komm, zack. Stufe 14, da rennen wir hoch wie bekloppt, ne? Ja. Was können wir hier machen? Zur Flottenstationierung bitten, das würde also gehen, okay. Das würde gehen. Das wäre ja cool, oder? Jetzt ist nur die Frage, ob wir die bauen können, ne? So sieht es nämlich aus. Wir können eine Flotte da stationieren, aber mehr auch nicht. Ja. Jetzt hier stoppen, ne. Anspruch können wir fingieren. Aber das wollen wir alles gar nicht. Geschenk können wir nicht senden, weil wir das erst vor kurzem gemacht haben. Valorisierung anbieten geht noch nicht. Wie viel ist denn das? Immer hat sich, glaube ich, nicht geändert. Geld, 4, 6, Berater. Ja, ich glaube, ich stelle den jetzt erstmal ein. Nationale Unruhen haben wir ja zurzeit doch dann, ne? Also komm, zack. Einmal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? 87 ist jetzt nicht viel. Nationale Entscheidung verfügbar. Akt zur Religionsverbreitung. Können wir machen. Nationales Handelsabkommen, okay. Was ist das jetzt hier? Wir haben einen Agenten entdeckt, okay. Haben wir da wieder einen Toten, ne? Das ist ja... 452 haben wir jetzt, okay. Und der nächste ist 022. Der ist ja richtig schlecht, ne? 7, 10 und 4. Das können wir auch ändern. Da könnten wir hier, aber das machen wir jetzt nicht, ne? So, hier läuft es jetzt ein bisschen schneller, oder wie? Hier läuft es nicht so schnell, aber... Ja, wir arbeiten dran, ne? Okay, Tee und Zucker. Wer ist denn das? Portugal, okay. Gut. So, aber wisst ihr was? Ich denke, wir sind jetzt erstmal hier genug weiter vorangeschritten. Wir machen eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.